Hallo Borg, Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, wie immer am Montag. Das war doch wieder ein tolles Wochenende, ein richtig schönes Sommerwochenende nochmal gewesen. Wir hoffen ja, dass es so bleibt, aber das überlassen wir nachher dem Matze, ob er uns ein bisschen Abkühlung versprechen kann oder eben so eine, ja, Affenhitze kann man fast sagen. 30 Grad ist doch schon ein bisschen heftig. So 25, 26 reicht ja eigentlich aus. Jo, was kommt auf uns zu? Was war gewesen? Als erstes möchte ich nochmal daran erinnern, dass am Donnerstag, dem 29.08. hier wieder die Blutspende in Borkheide unterwegs ist. Von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr auf dem Marktplatz zu finden an der Schule 1. Und wer spenden möchte, gebraucht wird es ja immer, der kann sich dort gerne einfinden und sich anzapfen lassen. Jo, dann gibt's noch einen Hinweis, und zwar die Gesundheitswoche startet ja demnächst, und zwar vom 31.08.19 bis zum 6.09.19. Und da gibt es am 2.09. Lach-Yoga. Ja, was immer das sein soll, wer es gerne unbedingt wissen will, geht einfach hin. Das findet nämlich am 2.09. ab 18 Uhr im Vereinsheim des BSV 90 statt. Edda Hage, die Kursleiterin, bittet um Gymnastikschuhe oder rutschfeste Socken mitzubringen und des Weiteren eine Gymnastikmatte oder eine Wolldecke. Ja, Lach-Yoga soll höchstwahrscheinlich auch helfen und gesund sein. Schaut's euch an. Ja, dann kommen wir richtig zum Sport. Am Sonntag ist das 10. Borkheider Quattro Beach Volleyball Turnier im Waldbad wieder. Das geht von 9.30 Uhr bis 15 Uhr und bei dem Wetter bestimmt ganz toll. Kann man nämlich zwischendurch baden gehen und sich mit frischem Getränk erfrischen eben. Jo, Borkheider, 10. Borkheider Quattro Beach Volleyball Turnier im Waldbad Borkheide. Dann waren ja wieder große Fußballspiele in Borkheide gewesen. Zum Beispiel FSV Niemek gegen den BSV 90 3:8. Ja, jetzt glaubt ihr sicherlich, jetzt hat der Lutz eine Panne, das ist zu heiß draußen, er kriegt es ja gar nicht mehr mit, das stimmt gar nicht, doch, das stimmt. Das waren nämlich nicht die Herren, sondern das war die F-Jugend von BSV 90. Die haben in Niemek 3:8 gewonnen und haben den Herren schon mal vorher gezeigt, wie es geht. Und nicht nur die F-Jugend war erfolgreich, nein, auch die E-Jugend, die waren gegen Golm unterwegs gewesen und haben 7:3 gegen Golm 3 gewonnen. Dazu gibt es tatsächlich auch einen kurzen Spielbericht. Ich schaue mal wieder hier auf mein Geschriebenes. Ein gutes, phasenweise sehr gutes Spiel unserer Jungs gegen einen gleichwertigen Gegner. Mal nicht schnell in Rückstand geraten war die Marschroute für die Anfangsphase und die Jungs legten Hellwach los wie die Feuerwehr. Zwei Doppelpassagen über Außen und nach 8 Minuten stand es 2:0. Golm machte schnell den Anschluss, aber die Jungs blieben wach und zogen auf 4:1 davon. In der zweiten Hälfte gab es dann einen Hänger, das kennen wir ja von unseren Herren auch immer. Und Golm kam auf 4:3 heran. Aber die Jungs liefen und spielten mutig weiter. Die Belohnung waren 3 weitere Tore. Mannschaftlich geschlossen, zwingend in den Zweikämpfen und das nötige Glück im Abschluss sowie sauberes Passspiel bescherten einen verdienten Sieg gegen Golm 3. Die Torschützen waren 2-mal Mika, 1-mal Henry, Willi W., Gustav, Felix und Moritz. Einen herzlichen Glückwunsch der E-Jugend. Da brauchen die Herren natürlich vom BSV keine Angst mehr, um ihren Nachwuchs zu haben. Das geht so richtig ab. So, nun kommen wir natürlich zum Highlight des Sonntags schlechthin. Denn Niemek hat sich die Ehre gegeben und ist wieder nach Borkheide gekommen. Wir erinnern uns, Niemek ist der Mitaufsteiger auf dem ersten Platz der zweiten Kreisliga gewesen und ist jetzt mit Borkheide in der ersten Kreisliga. Wir hatten das erste Mal 3:1 oder 3:2, müsste schon wieder schwindeln, verloren, das zweite Mal 2:2. Und jetzt stand eigentlich nichts weiter als ein Sieg an, würde ich sagen. Denn irgendwann muss man ja gewinnen. Die Niemecker sind stark wie eh und je und haben sich natürlich einiges vorgenommen, in der ersten Kreisliga eventuell gleich wieder den Aufstieg zu schaffen. Nun, lange drumherum reden, hat nicht ganz geklappt für die Niemecker. Borkheide hat gezeigt, wer hier der Hausherr ist auf dem Feld und hat gegen den FSV Grün-Weiß Niemek 4:2 gewonnen. Und ja,
Der Trainer kann berichten, wie er es gesehen hat. Bitteschön. Markus, ja. Mir ist scheiße heiß. Ja, ich glaube, den Spiel haben wir auch ganz schön heiß heute. Wir hatten Schatten da bei der Bank. Ja. Das war schön. Das war ein saugeiles Spiel. 4-2, oder? Gewonnen gegen Niemek. 4-2, Niemek weggeklatscht. Die haben wir heute vermöbelt. Das, ja, können wir mal so sagen. Richtig geile Sache gewesen. Ja. In der ersten Halbzeit hätten aber schon 5 Tore fallen können, oder? Wie siehst du das? Ja, wir haben die in der ersten Halbzeit dominiert, definitiv. Ja. Die haben kaum eine Chance nach vorne gekriegt, weil sie mit unserem Spiel nicht klarkamen, keine Lücken gefunden haben, weil wir sie auch gar nicht gegeben haben, die Lücken. Wir haben nach vorne richtig geilen Fußball gespielt und ja, es hätte durchaus noch das eine oder andere mehr sein können an Zor. Ja. Aber mit dem 2-0 war auch gut, war ungefährdet. Top, top erste Halbzeit wieder. Ja. Nicht ganz so gut wie beim letzten Mal, aber der Gegner ist ja auch ein anderer und stärker. Ja. Die sind schon tatsächlich stark, die haben wir im letzten Jahr gehabt, da haben wir es gesehen, da hatten wir eigentlich keine Chance. Das heißt, keine Chance stimmt nicht ganz. Wir hätten auch das 2-2 knacken können damals, das Endspiel, oder das letzte Spiel. Ja. Aber was mir halt so aufgefallen ist, es hing in der zweiten Halbzeit kurzzeitig. Ja, gleiches Ding wie letzte Woche, ne? Ja. Zweite Halbzeit, es geht anders los, die haben ein bisschen umgestellt, 4-1, 4-1, dann sind sie viel mehr auf uns raufgegangen, da haben wir uns wieder nicht mit Ruhe befreit, sondern wieder angefangen rumzudallern. Das war ein Fehler von uns, die beiden Tore. Ja, ein Pass nach hinten, ein blöder Pass nach hinten, der da nicht hingehört, sondern muss auch mal ein Ball geschlagen werden, gerade beim 2-0. Und aber auch wieder die geile Reaktion, ja, wieder reingekämpft, ja, dem Gegner wieder gezeigt, dass wir fitnessmäßig total durchhalten können, auch bei diesen Temperaturen bis zum Ende, die Wege gehen können. Die haben Krämpfe gehabt, bei uns auch 1-2 Krämpfe, aber wir haben noch wirklich die weiteren Wege und schnelleren Wege gemacht. Und das war geil. Dann waren die Tore, also na klar hat man gezittert. Ja, ja, als dann 2-2 steht und dann haben die sich gepusht und dann waren die oben auch und bei uns ein bisschen dann. Aber das war doch geil am Ende, dass wir uns wieder reinkamen. Der Matze liegt da schon am Boden, er hat einen Herzkasper gehabt, der kann gar nicht so viel trinken, wie er essen soll. Matze, guck mal hier, den Profilot, der steht ja mit Kappe und Mütze hier, ja? Ich habe einen Wunsch an die Mannschaft, macht's ein bisschen einfacher. Das werden sie uns nicht antun. Auch bei dem Wetter ist es nicht einfach. Ja. Aber super gekämpft. Ja. Ich habe ja ganze Zeit an der Kamera gestanden und man dreht da echt fast durch. Ja? Ich drehe immer meine Lautstärke dann weg im Video. Aber herzlichen Glückwunsch von meiner Seite auch. Genau. Super gemacht. Auch von mir, war wirklich ein geiles Spiel gewesen. Ja. Wir trinken jetzt erstmal ordentlich ein Bier bei der Hitze. Aber also ordentlich, sagen wir mal vorsichtig, wir müssen ja noch nach Hause. Und wir sehen uns am nächsten Wochenende in Beelitz. Ne? Da geht's genau, erstes richtiges Derby, sag ich mal, ne, weil es wirklich ganz nah dran ist gegen Beelitz. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal, was das wird. Okay, das war's. Geile Geschichte, geiles Wetter, geile Mannschaft, geiler Platz hier, BSV. Top. Super. Ja, war wirklich ein super Spiel gewesen, unheimlich heiß gewesen, die ganze Geschichte, muss ich mal sagen. Also nicht nur das Spiel, sondern auch das Wetter. Es ist reichlich Alkohol geflossen, das heißt Bier natürlich und auch antialkoholische Getränke und Wurst und so weiter. Und ja, nun geht's weiter mit Borgheide. Wir haben ja nun zweimal schon gewonnen, jeweils 4-2. Und jetzt geht's aber nach Beelitz und zwar nächsten Sonntag. Bereits um 13 Uhr beginnt das Spiel in Beelitz. Und für alle die gerne am Spielfeldrand mitfiebern und die Mannschaft mit anfeuern, diesmal steht kein Tourbus zur Verfügung. Für alle sportlichen Leute geht es ab 12 Uhr hier, Ecke Eichelheer, Friedrich Engelstraße, also auf meiner Höhe, los mit dem Fahrrad nach Beelitz. Also wer Lust hat, trifft sich dort um 12. Also um 12 geht die Tour los. Am besten natürlich so 15 Minuten vorher da sein. Dann können wir da zusammen rüberradeln. So, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins. Und zwar, das ist das Wetter. Und gut, das überlasse ich wie immer dem Matze. Der muss uns doch mal langsam auch eine ordentliche Abkühlung bescheren, oder? Hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Ja, diesen kleinen Kameraden hier ist das Wetter ziemlich egal. Hauptsache, der Futtertopf ist voll. Naja, zufüttern kann man ja über das ganze Jahr. Dann entwickelt sich die Population noch weiter. Und mit den Insekten sieht es ja manchmal auch nicht so rosig aus für die kleinen Pieper. Das Wetter in der kommenden Woche. Es bleibt nochmal richtig warm. Um die 30 Grad sind mehrfach möglich. Und mit der feuchten Luft kommt natürlich auch die Gefahr einiger Gewitter auf uns zu, wie auch hier im Video zu sehen ist. Die kommen einfach mal, kündigen sich nicht an. Lokale Gewitterzellen, Bildung immer und überall möglich. Da natürlich aufpassen und das Weite suchen. Ansonsten Regenschauer, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag möglich. Regenwahrscheinlichkeit bis zu 90%. Und Temperaturen gehen in den 24, 25 Grad Bereich erst am Wochenende wieder. Ja, soweit von hier. Kommt gut und sicher durch die Woche. Tschüss.
Ja, vielen Dank, Matze. Vielleicht klappt's mit ein paar Gewittergüssen. Wenn es noch warm bleibt, gut, so richtig meckern können wir da nicht drüber. Der Winter wird noch früh genug kommen und es wird noch genug kalt werden. So, jetzt noch in eigener Sache. Auch wir begrüßen natürlich einen neuen Unterstützer in unseren Reihen. WuWiWa. Ja, WuWiWa, was heißt das, ne? Wunderwindelwald Gabriele Benschneider-Roth. Die hat uns mit unterstützt und wir berichten später mehr darüber. Denn wer sich von ihr wickeln lässt, ist nicht schief gewickelt, würde ich sagen. Ne? Da geht es tatsächlich um Stoffwindeln und um Nachhaltigkeit. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ihr seht hier unten nochmal den Link. www.wunderwindelwald.de. Na, ich hoffe, ich brauche noch eine Weile keine Windeln mehr. Aber für den Nachwuchs, der so gerade geboren wird, ist es ja unabdingbar. Schaut es euch einfach mal an und vielen Dank für die Unterstützung. Das war es wieder hier bei Borkheide News TV am Montag. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag hier vor der Kamera. Ansonsten eventuell schon vorher mal kurz vorher im Waldbad beim Beachvolleyballturnier beziehungsweise in Belitz, wenn unser BSV gegen Belitz antritt. Das war's wie immer. Schöne Grüße hier aus Borkheide, wie immer euer Lutze und tschüss. Wow, 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 wow